Mir wurde auf jeden Fall ein ganz bestimmtes Video vorgeschlagen, und zwar das Video von Badisch Kara, Absturz mit 15 Kindern und Kokain, Street Comedy in Hannover. Ich muss einmal ganz kurz noch eine Seite öffnen, weil das Video erinnert mich an ein ganz bestimmtes Video. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, welches Video war das? Ich hatte da irgendwann mal was gesehen. Das Video, was ich da gesehen hatte, war sogar vor 2 Jahren. Welches war das? Weil der Titel und das Thumbnail waren auf jeden Fall übereinstimmend. Welches war das nochmal? Keine Ahnung. Weiß ich echt nicht. Schau Leute, was geht? Ich bin Badisch Kara und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, man ist schon Titel eingeblendet, meine Freunde. Heute sind wir in Hannover City und ey, wir haben seit langem mal wieder ein Wetter. Digga, ich muss echt sagen, Hannover war ich auch noch nicht. Wollte ich auf jeden Fall in Zukunft auf jeden Fall safe hin. Und ich muss echt sagen, es hat mich gerade an Frankfurt erinnert, an den Zeil. Das sieht ja auch von Optik fast gleich aus. Digga, das ist ja voll viel los. Ich sag mal so, schreibt es auf jeden Fall rein, wenn ihr aus Hannover kommt. Ich würde auf jeden Fall mal safe einen Stecher an Hannover machen. Und damit meine ich kein Tattoo. Auf jeden Fall drehen wir heute bist schon mal fremdgegangen und letzte Nacht an deinen Ex. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dir. Bist du mal fremdgegangen und letzte Nachricht an deinen Ex. Steht natürlich auch im Titel. Absturz mit 15, beste. Im Video, let's go! Wie Beziehung hattet ihr bisher oder seid ihr zu zweit in einer Beziehung? Ja, ich bin zu zweit in einer Beziehung. Wie lange schon? Ja, 8 Monate. 8 Monate, okay. Oha, bei dem läuft 8 Monate schon in einer Beziehung. Maschallah, macht kein Auge. Hey, ich bin Marvin. Wie alt? 14 Jahre alt. 14 Jahre alt, seine Stimme tiefer als meine. Maschallah, ist ich, ja, fuck the system. Brauchst du? Nein. Ehrlich nicht? Nein. Noch nie? Ja, doch, ich hab schon mal geraucht, aber nicht. Bruder, der zensiert aber auch willkürlich irgendwelche Leute, ne? Er hat sich selber zensiert, er hat irgendeine Frau da zensiert. Haram. Seid ihr zu zweit in einer Beziehung oder hattet ihr schon mal eine Beziehung? Ja, ich hatte schon mal eine. Wie viele? Ungefähr so 5, 6. 5, 6 Beziehungen und der Typ ist 14. Wann hat das denn angefangen bei ihm? Okay, und wie lange warst du mit der Person zusammen? Typ, keine Ahnung, 1 Monat oder so. Oh, was war's für eine Beziehung, Junge? Keine Ahnung, so. Das ist so cringe, das Gespräch gerade zwischen den beiden, ne? Die reden, als würden die sich kennen. Was ist für eine Beziehung, Junge? Ja, keine Ahnung, Junge. Florian, 15. Du heißt Florian? Ja. Ah, bitte. Also, jetzt dreh ich aber auch immer durch. Bruder, das seht ihr jetzt gerade nicht, weil die Facecam davor ist. Ich zeig's euch. Hier ist jemand zensiert, hier ist jemand zensiert, hier ist jemand zensiert. Und natürlich an der Stelle auch sehr gut zensiert. Digga, wen will er da alles noch zensieren? Warum macht er nicht gleich einfach einen Blackscreen und packt nur die Audiospur rein? Hey, verarsch mich, Digga. Birso, Birso. Walla, nein. Er ist Birso. Aber ich will, dass Leute mich Birso nennen, weißt du? Habt ihr schon mal eine Beziehung oder seid ihr... Ah, das Handy muss natürlich auch zensiert werden, warum nicht? Seid ihr eine Beziehung? Ja. Du bist zu sein, nein. Also, guck's dir an, der ist einfach zensiert, aber kein Mensch weiß warum. Und du? Ich will Single bleiben. Hattest du schon mal eine? Ja. Wie viele? Viele. Bruder, da sind schon so viele, ich kann gar nicht mehr mitzählen. Willst du schon als Player bezeichnen? Ja. Ja? Das sind die Leute, die vor der Kamera auf dicke Hose machen. Ja, schon wieder Simon Tensi, Alter, ich dreh gleich durch. Das sind die Leute, die vor der Kamera auf Playboy machen. Ich kann jede klären, ich kann jede klären. Aber dann im Endeffekt, wenn die sich mit einem Mädchen treffen, beide da so sitzen. Was wollen wir denn noch machen? Ja, keine Ahnung, ist mir egal. Genau so, 1-1. Kommt, Jungs, ihr könnt auch mit dabei sein. Oha, Bruder, Walla, du hast 4 Leute zensiert. Du kannst das ganze Bild schwarz machen. Hattet ihr schon mal eine Beziehung oder seid ihr zu einer Beziehung? Ich hab 17 am Start, Digga. Ich seh schon, ihr habt geleckte Haare und so, Digga. Jede Woche eine neue. Diese Menschen, sollte man... Ich sage euch ehrlich, ist es bei ihm normal? Zensiert er da jeden? Ich verstehe auch gar nicht, warum er die Leute dann ins Video holt, wenn jede Person einfach zensiert ist, Bruder. Ich weiß ja selber, was es für ein Aufwand ist, wenn man Leute zensieren muss. Ich musste zum Glück noch nie 5 Leute zensieren. Ich sage euch ehrlich, bevor ich 5 Leute zensiere, dann lösche ich die über die Szene. Guckt euch an, er zensiert 6 Leute, er zensiert sich selber. Ach, Badisch. Warum sind alle Leute zensiert? Danke. Was hat er darauf geantwortet? Die wollten zensiert werden. Er wollte selber auch zensiert werden. Du hattest wie viele Beziehungen gehabt? 6, Bruder. 6? Du bist wie alt? 12, Bruder. Walla, das, ich kann das auch gar nicht mehr ernst nehmen, ich fühle das auch gar nicht. Wahrscheinlich hat er mit 12, 6 Beziehungen. Ich bin Junior und ja. Ey Bruder, also ich kann mir das, also ich muss auf Ernst, ich habe noch nie ein Video gedisliked auf YouTube. Ich dislike es nicht wegen dem Content, ich dislike es gerade einfach wegen der Zensur. Wie Beziehung hast du bisher oder hast oder bist du zur Zeit in einer Beziehung? Keine richtige. Das heißt? Also theoretisch eine, aber es war keine richtige, also jetzt nicht so. Was war denn das Schlimmste, was dir in dieser Beziehung passiert ist? Keine Ahnung, dass er mit anderen Mädchen was hatte, dass er mit denen rumgeleckt hat und so, die gefingert hat und alles. Aber ist schon mal eine Beziehung oder seid ihr zu zweit in einer Beziehung? Nein. Ich sage euch echt, es macht keinen Spaß, das Video zu gucken. Jede Person, also nicht, dass ich Bock drauf habe, den Jungen zu sehen, nicht, dass ich mich da aufgeile oder so, ne? Natürlich will man auch die Menschen sehen und nicht so einen fettnäsigen Balken, Kreis. Das macht doch keinen Spaß. Warum wollte er jetzt nicht zensiert werden? Wenn er gleich in der nächsten Szene zensiert ist, dann hau ich mir die Flasche kaputt. Du hast doch nie eine. Nein. Ich mach nicht diese Beziehungssachen, ne? Was machst du dann? Diese andere komische Sachen, du weißt. Was sind... Mal an Lauch.
kann die Leute nicht ernst nehmen, mit 14, 15 auf dicke Hose machen und sagen, ey, ich hab da, ich mach nichts ernst, ich bin eher so ein Playboy, so ein Spieler. Baller kann ich nicht ernst nehmen. Die Leute blamieren sich damit mehr, als sie denken. Und gut, dass er zensiert wurde. Du weißt schon Bescheid, diese einmaligen Sachen und so. Bruder, ich hab letzte Woche Schluss gemacht. Mit einem Puller am Monaco, jo. Was hat sie gemacht? Bruder, sie hat mich betrogen, Digga. Hallo? Nein. Walla. Wie hat sie dich betrogen? Ja, Bruder, scheiß doch. Ich wollte auch nicht mit ihr lange bleiben, Amunaro. Ich wollte auch zuerst das was machen, Amunaro. Und das war's, Amunaro. Ich hab auch trotzdem gemacht, was ich wollte, Amunaro. Was wollt ihr? Walla, wie oft will er Amunaro ihm sagen, Digga? Ich hab bei 12 schon aufgehört zu zählen. Okay, Bruder, was bei dir das Schlimmste passiert? Bruder, sag nicht, Amunaro. Ich bin auf Walla, mir gar nichts passiert. Aber ich wollte nur... Das war's. Mir passiert gar nichts, Bruder. Wer will mich betrügen, Digga? Jeden Tag ein neuer Monaro. So ist ganz viel besser. Bruder, ich will jetzt nicht auf die Optik eingehen von den Afghanen, ne? Aber Bruder, hat der da... Warte mal. Wenn ich jetzt dazu ein Bild finde, bin ich der King. Die Jacke von dem Typen sieht einfach 1:1 aus wie das hier. 1:1. Ich schwöre 1:1. Seid ihr schon mal in der Beziehung fremdgegangen? Um ehrlich zu sein, Bruder, eigentlich bin ich immer fremdgegangen. Willst du das nochmal machen mit deinem heutigen Kopf? Ich muss eigentlich jetzt dazu nichts sagen. Lass einfach nur mit 2 Klicks sprechen, ja? Jetzt habe ich die echte Liebe gefunden. Sagt man so schön, man muss natürlich erstmal probieren und versuchen, bevor man dann irgendwann die richtige Liebe findet. Deswegen erstmal fremdgehen und danach findet man natürlich auch die richtige Liebe. Und bei dir bist du schon mal fremdgegangen? Bruder, immer. Fast immer. Bruder, fast immer, Digga. Was soll ich dir sagen? Ja, klar. Wieso haben deine Beziehungen damals nicht geklappt? Ja, entweder war die Person eifersüchtig. Ich bin fremdgegangen. Wie bist du fremdgegangen? Ja, Kamera aus. Höchstwahrscheinlich müsste jetzt alles wieder gehen. Ihr seht mich. Servus. Wie viele Beziehungen hast du bisher, Bruder? Null. Noch gar keine? Wirklich? Ja, und sag mal... Fresse, null. Digga, er kennt mich gar nicht. Ich kenn den Typ nicht. Gib mir das Rest. Ich schwöre, das Video ist eine komplette Blamage eigentlich, ne? Wenn du überlegst. Hier sieht man das Gesicht von dem Typen. Und hier ist er zensiert. Wo ist der Sinn? Er ist eigentlich der Allervernünftigste von uns. Und hier schon wieder nicht. Allervernünftigste, weißt du, aber ab und zu, da dreht er einfach durch, wenn er seine Phasen hat. Also, ich habe herausgefunden von FK, dass meine Freundin halt so ein bisschen verarscht mit meinem besten Freund und sowas. Ja. Habe ich das herausgefunden, war aber leise. Habe mit denen dann das Gleiche gemacht, aber das Doppelte halt, verstehst du? Also Rache. Genau, ich habe dann ihre beste Freundin genommen, habe mit der Kontakt aufgebaut, die ist das. Und dann wurden wir auch, da waren wir halt zusammen und die hatten dann keinen Kontakt mehr. Ich frag mal so, bist du schon mal in einer Beziehung fremdgegangen? Hä? Bist du schon mal in einer Beziehung fremdgegangen? Ja, Bruder. Ja? Wahrscheinlich ist er mit 7 fremdgegangen. In seinem Alter kriegt er nicht mal einen hoch. Ja, okay.